Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Kevins Technikwelt. Heute kümmern wir uns ein bisschen um die Wartung des Mulchers und dann schauen wir mal, was wir sonst noch machen. Viel Spaß beim Video. Ja, unser Mulcher musste bei den letzten Einsätzen etwas leiden und da sind ein paar der Schlägel abgebrochen. Und die werden wir heute mal austauschen und dann noch alles mal abschmieren und bei Öl schauen, damit er für den nächsten Einsatz wieder bereit ist. So, dann beginnen wir mal mit dem ersten Schlägel hier unten. Das ist relativ einfach aufgebaut, einfach eine Schraube, selbstsichernde Mutter drin. So, das ist der alte abgebrochen und hier haben wir den neuen. Den bauen wir jetzt mal ein. So. Beim Einbau natürlich darauf achten, dass er wieder richtig rum drin ist, wie die anderen auf dieser Reihe. Dann Schraube durch. Unter dran. Haben wir den ersten ausgetauscht. Weiter geht's mit dem nächsten. So, da haben wir die Schlägel ausgetauscht, die defekt waren. Es waren insgesamt 6 ganz abgebrochen oder teilweise abgebrochen. Jetzt habe ich noch 4 auf Reserve für den Fall, dass nochmal welche abbrechen. Dann haben wir das schon mal geschafft. Schmieren wir noch alles ab und gucken bei den Keilriemen und das Öl vom Winkelgetriebe. So, dann machen wir mal mit dem Abschmieren der Schmiernippel weiter. Hier einen für die Rotorwelle und hier einen für die Nachlaufrolle und damit beginnen wir jetzt mal. So, weiter geht's hier an dem Rahmen, der für das Ausschwenken zuständig ist.
Machen wir den. Schön, schauen wir mal, ob wir hier hinten auch drankommen. Ja. So, dann machen wir weiter mit den Schmiernippeln hier am Gelenk für die Neigungsverstellung. Schauen wir jetzt noch auf der anderen Seite die Nachlaufrolle und das Lager. So, dann schauen wir mal die Abdeckung hier von den Keilriemen ab. Dann haben wir hier noch einen Schmiernippel und da, ich hole mal gerade einen Lappen, hier habe ich ihn. Haben wir da die zweite Seite von der Nachlaufrolle. Jetzt schauen wir mal gerade, was die Riemen sagen, ja. Ich glaube, da müssen wir was nachspannen. So, zum Nachspannen der Riemen müssen wir hier die vier Schrauben erstmal lösen. Und auf der anderen Seite haben wir auch vier Schrauben. Die sind hier. Die müssen wir auch lösen. So, und nachdem wir die Schrauben gelöst haben, können wir mit hier unten den Schrauben das Winkelgetriebe nach oben schieben. Ich glaube, da hole ich euch mal näher ran und dann schauen wir dabei. So, jetzt lösen wir hier seine Schraube, die ist mit einer Mutter gekontert. Also erst die Kontermutter lösen. Das gleiche gibt es auf der anderen Seite auch nochmal. Und jetzt können wir mit der anderen Schraube unser Winkelgetriebe nach oben drehen. Ja, ein bisschen gleichmäßig. Ja, sind noch ziemlich gleichmäßig stramm. Ich glaube, das lassen wir erstmal so. Jetzt die Kontermutter hier wieder nach unten drehen und ja, dann brauche ich einen zweiten Schlüssel. Also oben gegenhalten und unten festdrehen. Das Ganze hier hinten auch noch mit der Hand runter. Jetzt das Winkelgetriebe hier wieder festschrauben. Riemenspannung gucken, die sieht gut aus. Und noch die vier auf dieser Seite hier. Ja, die Riemen lassen sich jetzt ungefähr 1 cm in der Mitte durchdrücken. Ich glaube, das ist ein gutes Maß für so einen Keilriemen. Ganz stramm sollte er nicht sein. Ja, dann können wir wieder schön weiter mulchen. So, ich habe noch die Abdeckung wieder auf den Riemen montiert. Mal gerade bei das Öl geschaut, da ist genug drin. Ja, die Schmiernippel, die wir jetzt noch nicht fetten konnten, da muss ich mal gucken, dass ich einen dünneres Teil hier für die Fettpresse vorne kriege. Ich schalte mal hier sauber.
Das hier ist leider zu groß im Durchmesser für diese Schmiernippel. Ja, sonst haben wir alles soweit kontrolliert und vorbereitet, sodass wir beim nächsten Mal einfach mit dem Mulchen starten können. Danke fürs Zuschauen und bis nächste Woche.